Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich will wandern. Heute geht es um mein neues Erste-Hilfe-Nothilfe-Set. Und wie ich das meine, das seht ihr gleich. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Also, wie gesagt, es geht heute um das Thema Erste Hilfe. Und zwar ist das hier mein altes Erste Hilfe Set. Das, was ich bis jetzt immer mit hatte auf Touren. Ein ganz normales Erste Hilfe Set. Ein paar Pflaster drin, Blasenpflaster, Verbandsmaterial, was man so braucht, was man so gemeinhin als Erste Hilfe kennt. So, jetzt ist es so, dass ich dieses Jahr ein paar Wanderungen hatte, bei denen ich so die eine oder andere, ich sag jetzt mal, schlechte Erfahrung gemacht habe, bei der mir so ein bisschen was unterwegs passiert ist. Und ich denke mal, das sind Sachen, die so bei meinen Abenteuern passieren. Ich bin halt eher der Wanderer und nicht der Bushcrafter oder gar der Survivaler. Und dementsprechend sieht mein Erste-Hilfe-Set ein bisschen anders aus, wie das, was wahrscheinlich ein Bushcrafter dabei haben wird oder gar ein Survivaler dabei haben wird. Aber was ich meine, wie das bei mir aussieht, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an. Ich baue die Kamera um und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Ich habe die Kamera umgebaut. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was in meinem Erste-Hilfe-Nothilfe-Set drin ist. So, das ist übrigens eine ganz tolle Tasche. Die habe ich von Amazon. Ich finde das Ding wirklich nicht schlecht für ein Erste-Hilfe-Set. Ich habe auch mit Absicht eine rote Tasche gewählt. Damit, ich sag mal, mir kann ja auch mal was passieren und es kommen Spaziergänger vorbei, die nichts dabei haben, die dann vielleicht auf die Idee kommen, bei mir in den Rucksack zu schauen. Und wenn die in meinem Rucksack eine rote Tasche sehen, dann werden die schon von alleine sagen, okay, das ist Erste Hilfe. Ja, wie ihr seht, da ist so einiges drin. Ich fahre mal an der Kamera vorbei. Und ich würde sagen, wir beginnen hier oben mit dem oberen Teil. Also haben wir als erstes hier, klar, ist ein Erste-Hilfe-Set. Das erste, was da drin ist, ist natürlich ein ganz normales Verbandpäckchen mit Kompresse. Gehört natürlich in jedes Erste-Hilfe-Set rein. So, und wer jetzt hier reinschaut, der wird sich natürlich wundern, Moment, was haben Batterien mit Erster Hilfe zu tun? Und zwar ist es für mich, wie gesagt, ein erweitertes Erste-Hilfe-Set. Und da geht es nicht nur um die normale Erste Hilfe, sondern es geht auch darum, sich selber zu helfen. Was weiß ich, man hat sich mal ein kleines bisschen im Wald verlaufen. Jetzt ist die dunkle Jahreszeit, das heißt Herbst, Winter, es wird schnell dunkel und da ist es dann natürlich gar nicht mal so unwichtig, mal ein bisschen Licht dabei zu haben. Und da alle meine Lampen, die ich in der Regel dabei habe, AA-Batterien fressen, habe ich insgesamt 3 Stück davon dabei.
als Reserve. Die sind ganz gut. Die eVolta von Panasonic, die sollen eine recht lange Lebensdauer haben im Sinne von, oder eine recht lange Lagerdauer haben. Die sollen sich also nicht so schnell selbst entladen. Deswegen habe ich mich für diese hier entschieden. Dann, was das Licht weiter angeht, habe ich hier die ThruNight T10. Ist ja eine Taschenlampe, die doch recht bekannt ist. Sollte die meisten von euch werden die kennen. Gibt es ja schon recht lange. Ich habe mich halt für die entschieden, weil die auch diesen Diffusoraufsatz hat. Ich finde den ganz praktisch, wenn man mal einen etwas größeren Umkreis beleuchten will, als einfach nur den Spot der Taschenlampe. Von daher finde ich das recht praktisch, wenn man halt den Aufsatz dann da dran hat. Und wie gesagt, die T10, die frisst AA-Batterien, meine Kopflampe frisst AA-Batterien und mein Garmin, mein Navi ebenso. Und dementsprechend ist es natürlich ganz klar, alles eine Batteriesorte. Da kann ich dann auch nicht viel falsch machen. Ja, dann das nächste, was man hier sieht, ist der Azaron-Stift. Ja, normalerweise ist der hier hinten auch oval. Das ovale Stück, das habe ich mal verloren. Und zwar ist das Ding super, wenn einmal irgendein Insekt gestochen hat und das will nicht aufhören zu jucken. Einmal Azaron-Stift drauf und der Juckreiz ist vorbei. Und was auch geil ist, wenn man mal zu viel Brennnesseln abbekommen hat, dagegen hilft das auch. Also ist wirklich super. Gerade bei Brennnesseln wirklich super. Einmal drüber gehen und der Juckreiz ist vorbei. So, dann das nächste in der Tasche sind diese beiden Ampullen. Jetzt nicht wundern, nein, das ist kein Medikament, das hat jetzt nichts mit Spritzen zu tun oder sonstiges. Das ist einfach nur Kochsalzlösung und die eignet sich wirklich hervorragend, wenn man mal, so wie ich dieses Jahr im Sommer, habe ich mich mal beim Wandern langgelegt, dabei eine kurze Hose angehabt, hatte ich eine ordentliche Schürfwunde am Knie und ja, hiermit kann man die versuchen, einigermaßen, also das ist sterile Kochsalzlösung, da braucht man jetzt keine Angst haben, dass man sich da irgendwie eine Entzündung einfängt, weil man die Wunde auswaschen möchte. Weil ich habe es dann halt gehabt auf der Tour, da gibt es jetzt auch kein Video von. Ich habe es auf der Tour gehabt, da hatte ich dann nichts dabei zum ordentlichen Ausspülen. Ich hatte auch nicht mehr viel Wasser dabei, musste aber noch ungefähr eine Dreiviertelstunde laufen. Und als ich dann am Auto war, ja, da war die Wunde dann schon zu, schon trocken. Und dementsprechend hatte ich dann natürlich ordentlich viel Staub und Dreck in der Wunde. Und das hätte ich so direkt vor Ort dann gut ausspülen können. Ja, dann das nächste ist ein ganz normales Big-Feuerzeug, wie es jeder kennt. Wenn man mal seins vergessen hat oder ist leer, wie auch immer, ist es natürlich praktisch, noch einmal Reserve zu haben. Genau wie hier mit dem Knicklicht. Ein Knicklicht macht natürlich nicht längst nicht so viel Licht wie eine Taschenlampe. Aber wenn mal sämtliche Batterien leer sind und Akkus leer sind und man hat gar kein Licht mehr, dann ist man bestimmt froh, wenn man nochmal so ein Knicklicht dabei hat. Ja, dann habe ich hier nochmal zwei Sicherheitsnadeln, die lasse ich jetzt einfach mal da dran. Und hier habe ich ein kleines Messerchen. Einmal, um überhaupt ein Messer dabei zu haben im Notfall. Und zum anderen, es ist das Victorinox Classic SD. Das heißt, ich habe hier eine kleine Schere dran,
kann also damit entsprechend ein paar Pflaster schneiden, wenn es sein muss. Und ja, eine kleine Klinge und Nagelfeile und Schlitzschraubendreher. Natürlich auch hier Pinzette und Zahnstocher. Ja, bei Pinzette fällt mir gerade ein, Pinzette fehlt mir eigentlich noch in dem Set hier. Aber hier ist ja wenigstens schon mal eine drin. Dann hier natürlich auch wichtig, ein paar Handschuhe. Wobei Handschuhe im Erste-Hilfe-Bereich sind da eigentlich hauptsächlich dazu da, wenn man, ich sage jetzt mal, eine fremde Person behandeln will. Weil ich habe es auch schon in anderen Videos gesehen bzw. gehört, wo sich dann Leute gewundert haben, was machen Handschuhe im Erste-Hilfe-Set, wenn ich mich doch selbst behandle, ist das doch egal so ungefähr und Hände kann ich kurz reinigen. Ja, darum geht es auch gar nicht. Es geht um den Selbstschutz, wenn man mal jemand anderen behandeln will. Und dann machen Handschuhe wirklich Sinn. Behandeln helfen will, sagen wir so. Dann das nächste, gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit kommt, ist es natürlich immer praktisch, wenn man mal was hat, was warm ist oder was einem mal ein bisschen Wärme geben kann, ist natürlich definitiv nicht verkehrt, mal so ein paar Aktivkohle-Wärmepads zu haben. Die werden halt durch Sauerstoff aktiviert, braucht man nur aufreißen und nach geben sie eine schöne Wärme ab. Sind natürlich nicht groß, aber deswegen habe ich auch zwei Stück eingepackt, statt nur eins. Ich finde, die Dinger sind ganz okay und ja, es kann ja schon mal sein, dass man in einer Schutzhütte festsitzt. Es regnet gerade Hunde und Katzen, wie man so schön sagt. Man ist auch ein bisschen nass geworden. Man kann jetzt kein wärmendes Feuer machen unter Umständen. Dann kann man sich die Dinger nehmen, in die Jacke stecken oder wie auch immer. Und das bringt dann schon ein bisschen Wärme. Das ist dann schon ganz angenehm. Ja, und was gerade für die Wärme war, habe ich jetzt auch für die Kälte, beziehungsweise hier geht es darum, wenn man mal umgeknickt ist oder dergleichen, dass man sich da mal so einen Eispack machen kann. Hier ist auch so wie, ähnlich wie beim Knicklicht, hier ist irgendwo eine Ampulle drin oder irgendwas, was man zerbrechen muss. Ja, hier steht innenliegenden Beutel durchdrücken zum Platzen bringen und dann kräftig schütteln, dass sich alles vermischt und dann wird das Ding kalt und es wird richtig kalt. Das ist dann wirklich super, wenn man sich mal verletzt hat und naja, umgeknickt oder sonst was, aber wenn man sich dann kühlen kann, das ist schon klasse. Ja, dann habe ich hier verschiedene Pflaster. Ja, hier ist jetzt nicht das drin, was hier nach DIN draufsteht. Das habe ich selber zusammengesetzt. Ich habe nur dieses Tütchen genommen, weil es hat genau die richtige Größe. Also da sind ein paar vorgefertigte Pflaster drin, aber nicht viele. Hier hinten sind Pflaster zum Zuschneiden drin, auf die richtige Größe, so wie ich es brauche. Okay, jetzt sind hier diese Fingerkuppenpflaster drin, die sind von den vorgefertigten, die sind ganz okay, die kann man gebrauchen. Dann dieses Beige hier im Hintergrund, das ist so ein Druckstellenpflaster. Also wenn man mal so ein bisschen an irgendeiner Stelle mal wundgerieben ist, dann kann man sich da das vielleicht drauf machen, dass da ein bisschen besser der Druck verteilt wird. Kann man sich passend zurechtschneiden und das kann einem dann auch schon Linderung geben. Ah, da kommt noch mehr. Ja, dann habe ich hier, das habe ich extra in der Tüte gepackt, ein
ich halte den mal so, dass es nicht zu sehr blendet, einen Kunststoffspiegel. Wie gesagt, den habe ich extra in eine Tüte gepackt, dass er möglichst nicht so schnell verkratzt. Das ist halt recht leicht, der Spiegel, und er sollte eigentlich auch nicht so schnell zerbrechen. Daher habe ich mich für diesen Kunststoffspiegel entschieden. Ja, dann habe ich hier auf dieser Seite nur noch ein Bundeswehr-Dreiecktuch. Ist natürlich auch ein klasse Ding. Ich habe mich extra für dieses schwere, große Dreiecktuch entschieden. Groß im Sinne von vom Packmaß, weil wenn man sieht, was in einem modernen Autoverbandskasten an Dreiecktuch drin ist, das hat ungefähr, ja, ungefähr so ein Packmaß wie so eine Rettungsdecke, ein bisschen mehr wie dieses hier. Ist natürlich wesentlich kleiner, aber ich finde gerade Outdoor ist es praktischer, so ein richtiges aus Baumwolle zu haben. Das kann man notfalls auch mal als Kopftuch benutzen oder wenn man mal eine Trageschlinge machen muss oder dergleichen. Das kann man hiermit viel, viel besser wie mit so einem leichten Dreiecktuch, was wirklich nur dazu gedacht ist, mal einen Arm zu halten oder so. Ja, dann, was habe ich hier noch drin? Ich habe es extra nochmal in der Tüte, so ein bisschen Sterilium. Ist dann jetzt hier in der nächsten Taschenseite, sage ich jetzt mal so. Also Desinfektionsmittel. Wichtig ist, dass dieses Desinfektionsmittel ist wirklich nur für die Haut gedacht. Also darf man wirklich nicht in Wunden geben. Da kann man viel mehr kaputt machen, als dass man Gutes tun würde, sage ich jetzt mal so. Zum einen brennt das wie Hulle und zum anderen kann das, dieses Sterilium ist so aggressiv, das kann also mehr oder weniger schon Verbrennungen im Fleisch hervorrufen oder verbrennungsähnliche Zustände. Eine Verbrennung natürlich nicht im wörtlichen Sinn. So, dann habe ich hier so eine Rolle, kleine Rolle Heftpflaster. Nicht viel, aber allzu viel braucht man ja auch nicht. Wie gesagt, dieses Erste-Hilfe-Set ist auch nicht dafür gedacht, um jetzt tagelang damit umzugehen, sondern es ist wirklich nur dazu gedacht, mal eben sich selbst helfen zu können und dann schnell raus aus dem Wald und gut ist. Ja, dann habe ich hier nochmal zwei Fixierbinden, einmal 8 cm und einmal 6 cm. Na, wenn man mal irgendwo was schienen will oder dergleichen, ist es natürlich auch nicht verkehrt. Und dann einfach mal ein paar Schnürsenkel. Kann man jetzt vor der schwarzen Tasche nicht so sehen. Okay, hier ein paar Schnürsenkel. Ich habe mich extra für Schnürsenkel entschieden und nicht für Paracord, weil ich hatte schon mal Paracord versuchsweise in den Schuhen. Und mir ist Paracord einfach zu elastisch. Ich mag lieber Schnürsenkel. Wenn ich schnüren will, dann kann ich richtig fest schnüren. Das finde ich besser. Ja, dann das nächste ist eine stinknormale Rettungsdecke. Die sollte man ja sowieso grundsätzlich dabei haben. Und natürlich auch hier darf sie nicht fehlen. Dann das nächste silbrige ist eine Trinkwasserkonserve. Das sind zwar nur 100 Milliliter. Aber wenn du wirklich mal auf Natur bist und hast schon seit ein, zwei Stunden kein Wasser mehr, dann 100 Milliliter, die können dich schon wirklich weiterbringen. Kann man gar nicht glauben. Ja, dann habe ich hier nochmal zwei so ganz kleine Kompressen und nochmal zwei so Hautreinigungstücher. Und die sind gehören mehr oder weniger mit zu diesen beiden Ampullen mit Kochsalzlösungen zum Reinigen von Wunden. Ja, dann habe ich hier noch ein Verbandtuch, 60x80. Ich sage gerade so Schürfwunden sind ja oft recht großflächig. Und wenn man die dann mal so irgendwie, versuchen will abzudecken,
dann ist so ein Verbandtuch gar nicht so verkehrt. Da kann man dann schon mal wirklich auch, wie gesagt, 60 mal 80 cm, da kannst du schon auch mal so ein Oberschenkel mit abdenken oder so ein Schienbein, so ein verkratztes Schienbein. Wenn du wirklich mal das ganze Schienbein verkratzt hast, das kriegst du damit schon einigermaßen keimarm, keimfrei wird es ja nicht sein, abgedeckt, und das ist dann schon ganz okay. Ja, dann habe ich hier noch zwei ganz normale Kompressen. Ja, die kann man dann ja auch, wenn es sein muss, mal zusammen mit dem Dreiecktuch auch als Ersatzverbandpäckchen nutzen, wenn man möchte. Ist dann natürlich auch nicht verkehrt. So, und dann habe ich jetzt hier noch einen Tisch. Ah, ne, hier ist noch was drin. Und zwar, klar, habe ich vergessen, einfach mal ein Blasenpflaster. Ab und zu, nicht oft, habe ich halt auch damit mal ein Problem, und dementsprechend, warum auch nicht. Ja, dann habe ich hier, einfach weil es mehr oder weniger über ist, ich habe zwei Feuerstähle, hier habe ich nochmal den kleinen. Ja, notfalls ist ja hier auch noch die Notpfeife dran, die auch wirklich gut funktioniert. Von daher ist es, glaube ich, nicht verkehrt, die auch dabei zu haben. Wie gesagt, ich habe zwar hier eigentlich ein Feuerzeug drin, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich irgendwo in einen Bach falle, ins Wasser falle, dass ich dieses Set als Survival-Set brauche. Also das ist für mich dann schon sehr, sehr unwahrscheinlich in den Gegenden, wo ich unterwegs bin, dass ich da wirklich dieses Erste-Hilfe-Set wirklich als Survival-Set nutzen müsste, dass es für mich wirklich Sinn machen würde, einen Feuerstahl dabei zu haben. Aber wie gesagt, ich habe einen über, und warum soll ich ihn nicht da rein tun? Ja, dann habe ich hier einfach mal eine Nadel und ein bisschen Faden. Ja, wie gesagt, nichts Besonderes, einfach nur mal, wenn man mal einen Riss in den Klamotten hat, dass man mal ein bisschen was zum Nähen hat. Ja, hier Matches, also ein paar Streichhölzer, hatte ich halt rumliegen. Schön olivgrün, habe ich gedacht, schmeiß mit rein, brauche ich eigentlich nicht. Ja, dann habe ich hier einen Knopfkompass. Der ist natürlich auch immer praktisch dabei zu haben. Ja, wobei so ein Knopfkompass, was soll der einem schon bringen? Also ich bin schon unterwegs so, dass ich mir unterwegs, gerade in fremden Gegenden, schon bewusst bin, in welche Himmelsrichtung ich gerade laufe. Also das ist für mich schon so, dass ich da auf dem Navi auch mal auf den Kompass schaue oder vorher bei der Planung schon mal so ungefähr geschaut habe, in welche Himmelsrichtung ich gehe. Und von daher, ich habe es halt letztens auf Natur gehabt, da bin ich mit meinem Cousin ins Dunkle gekommen, und es war eine recht lange Tour. Okay, fürs Navi war es kein Problem, die Akkus haben gehalten. Ich hätte auch noch Ersatzakkus dabei gehabt, aber es soll ja wirklich auch nur für Notfall sein. Und dann, ja, so ganz doof ist es vielleicht auch nicht, wenn man mal so ein Ding dabei hat. Ja, dann einfach mal so zwei Täfelchen Traubenzucker. Jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber wenn man mal so einen Hungerast hat, ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Dann habe ich hier drei Tabletten Magnesium. Das sind so Lutsch- oder Kautabletten. Die kann man komplett ohne Wasser nehmen, wenn man will. Wenn man mal einen Krampf bekommt oder so, ist es halt nicht verkehrt, mal ein bisschen Magnesium dabei zu haben. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, das ist mein persönliches Set, und dementsprechend sind da auch persönliche Medikamente drin.
Ich habe halt ab und zu mal Probleme mit Sodbrennen und ja, habe ich halt mal so ein paar Reserve-Sodbrenntabletten eingepackt, weil ja, das kann einem schon mal die Tour verhageln, wenn es die ganze Zeit ein bisschen wehtut. Ja, und das Letzte sind dann mal ein paar Ibuprofen-Schmerztabletten. Ja, Ibuprofen, einfach nur ein paar 400er. Ich weiß, man sollte auf jeden Fall, wenn man Kopfschmerztabletten nimmt, sollte man schon überlegen, liegt es eventuell, wenn man jetzt zum Beispiel in den Bergen ist, liegt es eventuell an der Höhe oder so, dass ich gerade Kopfschmerzen habe, weil dann sollte man lieber sagen, okay, ich steige ab und nehme keine Schmerztabletten. Wenn man aber zum Beispiel, ja, so ich habe es manchmal, dass ich Verspannung im Nacken habe und von daher dann mal Kopfschmerzen habe und ja, dann ich nehm sie nicht unbedingt, wenn ich nicht muss, aber wenn es mir die Tour verhageln könnte, dann, dass ich dann doch schon mal sagen kann, okay, ich nehme jetzt bewusst mal eine Kopfschmerztablette, damit ich vernünftig zurücklaufen kann, weil die Kopfschmerzen, die können einem dann auch schon mal wirklich den Tag verhageln und das muss ja dann auch nicht sein. Ja, das war's zu meinem persönlichen Erste-Hilfe-Set. Wie gesagt, also ich muss hier noch eine vernünftige Pinzette reinpacken. Die fehlt mir noch, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ich habe aber noch eine da liegen. Die muss ich nur mal gucken, wo ich die liegen habe, genau. Dann packe ich die hier noch mit rein. Und dann sollte ich eigentlich für meine persönlichen Bedürfnisse gut versorgt sein. Ja, also wie gesagt, ich habe die Erste-Hilfe-Tasche jetzt wieder eingepackt und habe sie mal hier an den V-Sport-Rucksack gemacht. Ist halt eine molletaugliche Tasche, ist ja jetzt erstmal nichts Besonderes. Was aber besonders ist und was mir gerade für diese Erste-Hilfe-Tasche gut gefällt, ist die Schnellfunktion, sage ich jetzt mal so. Einfach hier lösen den Riemen und schon habe ich die Tasche in der Hand. Und das finde ich echt super. Gerade im Erste-Hilfe-Bereich kommt es ja wirklich darauf an, dass man schnell helfen kann. Man muss nicht sofort den kompletten Rucksack mitschleppen. Hat dann recht schnell, wenn man mit einem taktischen Rucksack unterwegs ist zumindest, recht schnell sein Erste-Hilfe-Set zur Hand. Ja, die Tasche gibt es übrigens nicht nur in Rot, gibt es auch noch in Schwarz und in Oliv. Ich werde die Tasche mal unten verlinken. Ich denke mal, ich werde auch mal schauen, dass ich einmal alles, was ich so hier in dieser Tasche habe, einmal verlinke, mehr oder weniger als Liste. Wer ganz gerne dieses Set nachkaufen, nachbauen möchte, wie auch immer, kann man natürlich individuell für sich selber anpassen. Ist ja überhaupt kein Problem. Ich denke, dass jeder da wirklich ein eigenes Set zu bauen wird, weil jeder hat eigene Ideen, jeder hat eigene Vorlieben, beziehungsweise jeder macht sich so seine eigenen Gedanken, was er unterwegs treibt. Wie gesagt, der eine baut die tollsten Shelter, der andere, so wie ich, geht nur wandern, dann der nächste geht klettern und so weiter und so fort. Und jeder braucht angepasst mehr oder weniger seine eigenen Erste-Hilfe-Sets. Und daher, ich habe mir meins selber gebaut. Man kann sicherlich auch fertige kaufen, ob die immer so das drin haben, was man haben möchte, weiß man nie. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.